Wir sind hier auf der Drinktec vom Stand von Netzteil Maschinen AG. Bei mir Herr Davatz und Herr Dr. Fuhrmann. Herr Dr. Fuhrmann, CEO von Intramis. Herr Davatz, CEO von Netzteil. An Sie gleich meine erste Frage. Welche Anwendung sehen wir hier im Hintergrund? Wir zeigen hier eine Elion Hybrid in der Anwendung schnell laufender Verschlüsse, die prädestinierte Maschine dazu, gekoppelt mit dem CapWatcher von Intravis, wo wir eine schöne Closed-Loop-Anwendung zeigen, Industrie 4.0 in Wort und Tat. Herr Dr. Fuhrmann, Herr Davatz hat ja gerade schon erwähnt, ein CapWatcher ist hier im Einsatz. Wie ist der speziell für diese Anwendung angepasst worden? Ja, wir zeigen hier den CapWatcher, das führende System zur Inspektion von Verschlüssen. Und wir haben in diesem Falle hier ein eigenentwickeltes Querförderband unter der Maschine und ein Kühlförderband aus dem Hause Intravis. Die Verschlüsse werden dann dem CapWatcher zugeführt und dort vermessen und auch auf Mikrolöcher untersucht. Es gibt einige qualitative Punkte, wie beispielsweise Farbqualität oder schwarze Flecken. Und diese Daten, die werden aufbereitet und über eine OPC-Schnittstelle an die Steuerung der Netzteil Elion übermittelt. Herr Davatz, was macht die Maschine von Netzteil jetzt mit diesen Daten, die sie vom CapWatcher bekommen? Wir nutzen erstmalig die Daten in einer ganz neuen Dimension. Grundsätzlich ist die Maschine ausgerüstet mit einem hochpräzisen Regelkreis. Wie jedoch überall kann es äußere Einflüsse geben, das können verschiedene Temperaturen sein, das können Schwankungen im Material sein. Und basierend auf den Daten, die wir von Intravis zur Verfügung gestellt bekommen, sind wir in der Lage, allfällige Schwankungen, zum Beispiel im Durchmesser des Verschlusses, direkt über die integrierte Regelung auszugleichen. Und das ist echtes Closed Loop, das wir hier zeigen an der Messe. Wie sehen Sie beide den Erfolg von diesem Projekt, Herr Dr. Fuhrmann? Ich glaube, der Erfolg ist sensationell. Wir sehen hier zum ersten Mal die Industrie 4.0 in einer neuen Dimension. Denn nun sortiert das Inspektionssystem nicht schlechte Verschlüsse aus, sondern sorgt in dem geschlossenen Regelkreis dafür, dass eine höhere Produktivität möglich ist. Wir haben dadurch höhere Stabilität bei Umwelteinflüssen. Wir haben dadurch eine bessere Ausbeute und damit letztendlich alle Vorteile, die aus einer höheren Produktivität entstehen können. Wir sind letzten Endes sogar grüner hier, denn wir benutzen weniger Energie, weniger Material, um eine gleiche Menge an Verschlüssen zu produzieren. Also ergänzen kann ich nur, dass es Freude macht, zusammen mit Intravis hier im Lead zu sein in diesem Thema. Wenn es um den Ausblick geht, können wir es so sagen, hier zeigen wir das am Beispiel des Durchmessers. Grundsätzlich ist diese Logik vom Closed Loop, von diesem integrierten System, auch anwendbar für andere Parameter. Und das sind die nächsten Schritte, die wir gemeinsam diskutieren, ins Auge fassen und angehen.